Ich bin geboren in Polen, polnischer Auswanderer, mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern oder mein Vater war der Meinung, dass man seine Kinder viel schlagen muss, damit sie das Leben verstehen. Also, ich wurde wirklich körperlich misshandelt von meinem Vater. Das hatte dann die Folge, dass, ich hatte so als Kind das Gefühl, die Menschen, die ich am allermeisten liebe, meine Eltern, schlagen mich. Wie ist denn dann wohl die Welt da draußen? Also ich hatte unglaubliche Angst vor Menschen. Weiter. Mit etwa 9 Jahren bekam ich ein Radio geschenkt, so einen kleinen Kassettenrekorder. Und es waren so die 80er Jahre und ich hörte halt das, was so die Freunde hörten. Doch eines Abends habe ich diesen Kassetten, mehrere Abende. Ich habe dann abends, ich musste halt um 8 Uhr ins Bett, aber ich habe den Kassettenrekorder mitgenommen. Und nachts liefen da manchmal dann doch sehr interessante Sendungen. Und wirklich eines Abends, ich switchte so rum und suchte, da kam eine Musik, sowas habe ich noch nie gehört. Und ich in dem Moment, wo das lief, dachte ich, die Erde wird gerade, sie erlebt eine Invasion von Außerirdischen. Weil diese Musik war so anders als alles, was ich je gehört habe. Ich hatte so Angst, ich lag in meinem Bett und ich hörte dazu. Und das war in etwa so, das klang so wie das, was ich jetzt mal kurz vorführe, was jetzt abgespielt werden sollte. Das ist jetzt von mir persönlich. Also, ne, stellt euch vor, so ein 9-jähriges Kind hört auf einmal so Klänge und ich war wirklich ergriffen. Also ich lag im Bett und habe geheult, weil die Musik, weil diese Klänge mich ergriffen haben. Und ich war, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben im Hier und Jetzt. Ich habe den Moment der Existenz gespürt. Ich war einfach da. Total erschreckt, aber ich war da. Ich habe dann Jahre später herausgefunden, dass es irgendwie ein Stück von Tangerine Dream war und die Radiosendung hieß Schwingungen auf WDR und die haben da immer sowas gespielt. Aber für mich war es toll und unglaublich ergreifend. Also ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt, wie man das heute so schön sagt. Meine Eltern haben keine Musik gehört, die haben keine Bücher besessen, besitzen sie heute nicht. Und ja, also ich bin ohne Kunst aufgewachsen. Bin zur Schule gegangen und wusste nicht, wozu? Also was soll ich hier? Was soll mein Leben? Ein bisschen
So, als ich etwa 17, 18 war, kam eine neue Musikform auf. Und das war Hausmusik oder Techno, ganz abstrakte Musik. Es war wieder so in so einer Radio-Session, wo ich, ne, wo ich habe viel, viel gerne Radio gehört. Und es hat mich wieder ergriffen irgendwie. Und dann eines Tages hatte ich die Chance, Musikinstrumente zu bekommen von einem Freund, der in einer Band gespielt hat. Der ist in Urlaub gefahren und der hat seinen Proberaum nicht getraut, weil da Randale lief oft, und hat mir das Zeug geliehen. Ich komme aus, ne, keinerlei musikalische Bildung, gar nichts. Aber ich war neugierig. Und ich habe das zusammengebaut. Ich habe irgendwie repetitive Pattern und Klänge und Rhythmen gemacht. Habe das auf eine Kassette aufgenommen und war 17 und habe in der Zeitung eine Anzeige gesehen, ein neues, aufstrebendes Musiklabel sucht Künstler. Also, was habe ich gemacht? Voll Kamikaze, Kassette genommen, Briefumschlag hingeschickt. Zwei Tage später oder drei kriege ich einen Anruf. Also meine Eltern reichen mir das Telefon. Das ist Wahnsinn, boah, das ist so toll, das müssen wir rausbringen, das ist der Hammer. Ich so, okay. Bitte schick uns das Masterband. Ihr habt das Masterband. Das ist alles, was ich habe. Okay, das war meine erste Platte. Die kam 1990 raus oder 91. Gepresst von einer rauschenden Kassette. Kurz darauf, war meine Platte schon draußen und ich hatte ganz gute Kritiken bekommen. Ich wusste aber immer noch nicht so richtig, was ich im Leben machen will. Bekam ich einen Anruf von einem Veranstalter, einem Clubbesitzer, der hatte einen Abend gemacht und sein Hauptact ist ausgefallen und der suchte händeringend nach jemandem, der an dem Abend spielen kann. Ja, ruft mich an und erzählt mir, ja, super Platte, echt toll und so, hast du vielleicht Lust, heute Abend zu spielen? Ich, ja, aber es gibt ein kleines Problem. Ich habe gar keine Instrumente, weil zu der Zeit, ich habe ja auf Erlin ein Equipment was gemacht. Ich hatte auch keine Ahnung, immer noch nicht. Aber ich sage, klar, mache ich. Dann, als ich ihm gesagt habe, ja, es gibt dieses kleine Problem, ich habe gar keine Instrumente, meinte er, ja, wir organisieren irgendwas. Dann meinte ich, okay, also ich werde wahrscheinlich einen Drumcomputer brauchen, irgendwie einen Synthesizer und mach doch einfach. Okay. Ich also hin an dem Abend, so am Zittern, Backstage sah ich da die Instrumente, zum ersten Mal in meinem Leben. Das waren so Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Aber das ist irgendwie so ein komisches Element in mir. Immer wenn ich wirklich Angst habe, dann muss ich diese Flucht nach vorne machen. Ich Kopfhörer auf und fange an, wie wild irgendwas zu programmieren und mir auszudenken. Dann ging es daran, DJ fertig, Live-Act dran. Also, ich, ne, alles aufgebaut. Ich habe die ganze Zeit, also ich habe ganz viele Elemente in diese Synthesizer und in die Sequencer und in die Drumcomputer eingespielt. Und dann fing ich einfach an zu spielen. Ich wusste nicht, was ich tat, aber es machte Spaß. Und es machte richtig Spaß. Und es machte so ein Spaß, dass es mein Leben verändert hat. Und ich spielte aus dem Stegreif heraus, einfach aus dem Moment, improvisierte Musik. Und ich bekam diese Reaktion halt.
ein Bild von mir auch. Ich fotografiere ganz gerne auch mein Publikum. Und auf einmal wusste ich, warum bin ich da? Wozu? Ich spürte, ich fühlte diesen Moment des Hier und Jetzt und ich dürfte ihn teilen. Ich dürfte das teilen, diese Liebe, dieses Hiersein, und ich bekam das total zurück. Und von dem Moment an wusste ich, okay, das wirst du tun, das machst du. Naja, ich machte mein Abitur noch gerade zu Ende, habe ich zwar keine Lust mehr, aber ich machte es zu Ende. Und dann meine Eltern hofften natürlich, unser Sohn wird Ingenieur oder macht irgendwas. Und ich erzählte denen dann, also nee, ich mache keine Ausbildung, ich gehe nicht zur Uni. Ich will keine Ausbildung machen, ich bin Künstler. Meine Eltern. Oh, total geschockt. Das war das Grauen für die. Das war so ein grauenvoller Moment für die. Ja, ich bin aber, das ist mir egal. Also ich war so der festen Meinung. Ich habe das gefunden, was mein Herz will. Ich habe es einfach gefunden. Ja, meine Eltern stellten mich vor die Wahl, Junge, wenn du hier leben möchtest, oder ne, dann such dir jetzt eine Ausbildung oder zieh aus. Da ich ja eigentlich schon ein total schüchterner Typ war und die dachten, der Junge, der kriegt jetzt Angst und der bleibt hier und macht eine Ausbildung und dann ist alles gut. Nö, ich bin ausgezogen. Ich hatte keine Idee, wovon ich leben sollte. Aber ich habe irgendwie geschafft, eine Wohnung zu finden und bin ausgezogen. Und auf einmal fing es an, weil ich mir das so feste gewünscht habe, dass ich das schaffe, von meiner Musik zu leben oder von dem, was ich so tue, haben sich auf einmal Sachen ergeben. Ich habe Menschen getroffen, die an mich geglaubt haben. Die haben mir Geld gegeben, damit ich mir Instrumente kaufen konnte. Von den Instrumenten konnte ich mehr Live-Shows spielen. Ja, also fing ich an. Ich konnte so gerade so irgendwie meine Miete bezahlen, hatte eine Matratze auf dem Boden und so Equipment ein bisschen. Und ja, das ging dann eine Zeit lang. Ich habe mich dann Rob Acid genannt. Und dieses Rob Acid, im Nachhinein verstehe ich, was das war. Also ich hatte so eine Vision, dass wenn ich auf die Bühne gehe, ich nicht nur einfach nette Musik mache, nein, ich wollte alles verbrennen, alle Ideen, alles, was in den Menschen und was in mir war, alle Ängste, ich wollte die verbrennen. Also war diese Musik unglaublich laut und hart und es musste sein. Das waren so die ersten Jahre. Ich musste das alles niedermetzeln. Jahre später war ich in der Lage, durch mein ganzes Tun und so, mir mein eigenes Studio aufzubauen. Und merkwürdigerweise fühlte sich da drin an wie in einem Raumschiff. Und ich reise damit in die Welt der Träume für mich, weil ich habe so eine ganz komische Vision manchmal, wo ich denke, dass, weil wir haben ja diese ganzen moralischen Ideen und jeder sagt irgendwie, was richtig und falsch ist. Und irgendwie ist unser Leben manchmal, vielleicht sind wir gar nicht Herr unseres Lebens, sondern wir
Vielleicht werden wir ja geträumt. Und ich möchte aus diesem Traum aufwachen eigentlich. Ich möchte im Hier und Jetzt sein. Ich möchte nicht geträumt werden von anderen, sondern ich möchte ich selbst sein. Ja, dann mein Studio ist voll mit Krempel, bis echt an die Decke. Und ich liebe Klang. Ich liebe Klang über alles. Und ja, da ich ja keine musikalische Ausbildung habe, aber ich habe die Intuition. Ich folge einfach meinem Herzen. Wenn ich vor Problemen trete, also wenn irgendwas auftaucht, dann verzweifle ich meistens, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie ich das hinkriege. Aber ich finde, es gibt dann immer einen Weg des Herzens. Und ein Beispiel dazu wäre ich toure als Künstler unglaublich viel, also ich bin nonstop unterwegs auf diesem Planeten. Und einer meiner Lieblingsstädte ist Tbilisi, das ist die Hauptstadt von Georgien. Unglaublich tolles Volk, die Georgier. Und ich habe denen ein Stück gewidmet auf einem meiner letzten Alben. Und ich hatte irgendwie die Lust, ich mache ja eigentlich elektronische Musik, aber ich dachte, okay, diesmal holst du dir ein Streichertrio und ich lass die mal spielen, wie ich mir das vorstelle. Und dann stand ich vor diesem technischen Problem, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, wie man so ein Streichertrio aufnimmt. Ich habe dann so ein bisschen gelesen und das war alles total kompliziert mit vielen Mikrofonen und so. Ja, und dann die probten das Stück so bei mir im Studio und dann dachte ich, ich stellte einfach nur ein Mikro auf, nahm Kopfhörer und fing an, die Musiker zu platzieren. Den einen sagte ich, geh mal bitte 3 Schritte nach dahin und den anderen nach dahin und hörte immer zu. Und hörte mir einfach nur das Signal an von diesem einen einzigen Mikrofon. Und irgendwie, ja, es fühlte sich richtig an. Und ich möchte dieses kurze Stück vielleicht mal vorspielen. Das ist Tbilisi. Im Grunde genommen war es das eigentlich, was ich sagen wollte, dass ich einfach auf meine Intuition höre und mein Leben so gestalte, dass ich tue, was mein Herz mir sagt. Und ich wünsche euch
eigentlich genau das Gleiche. Macht das mit eurem Leben. Danke für die Aufmerksamkeit.